Herzlich willkommen mit Mono und Nikitemann im Video oder Interview. Ihr habt während eurem Auftritt schon öfter oder einmal auf jeden Fall, wo ich es mitbekommen habe, den Chiemsee Reggae Summer angesprochen. Wie war der Auftritt heute hier im Chiemsee Summer und habt ihr irgendwie eine Veränderung vom Publikum her festgestellt? Es ist ein bisschen schwer, das zu sagen, weil das letzte Mal haben wir eine andere Zeit gespielt. Das ist natürlich was anderes, wenn man jetzt um 22 Uhr ein Konzert spielt und sonntags um 17 Uhr nachmittags ist das ein bisschen anders. Aber die Leute sind abgegangen, haben Spaß gehabt. Ich glaube, dass sich das Publikum auf jeden Fall verändert hat, natürlich, ne, weil da dementsprechend irgendwie andere Headliner, auch anderes Publikum ziehen. Aber es gab ja schon immer ein anderes Festival hier vor dem Chiemsee Reggae und ich glaube, dass sie es zusammengelegt haben, ist eine gute Sache. So. Und ich finde es eigentlich immer schön, wenn man versucht, irgendwie viele verschiedene Menschen und Geschmäcker zusammenzubringen und dann mal guckt, was dabei rauskommt. Ich glaube, es hat ganz gut funktioniert hier. Wie oft habt ihr schon am Chiemsee Reggae Summer oder Chiemsee Summer gespielt? Habt ihr da schon aufgehört zu zählen? Oder? Ich glaube, wir waren 6 Mal am Chiemsee Reggae Summer. 6 Mal in Folge auf jeden Fall. Und ich glaube, 6, 7 Mal sowas. Ja, genau. Inwieweit ist es für euch ein besonderes Konzert? Es ist recht spät im Sommer immer. Deswegen ist es halt eigentlich fast schon so ein bisschen ein Abschluss von der Festivalsaison. Ja, und es ist auch so, es ist in meiner Gegend, wo ich herkomme. Und, also ich komme aus Österreich, ist näher da dran. Das ist schon was Besonderes, da sind meine ganze Familie auch vor Ort. Okay. Ich finde es schön, hier zu spielen. Ja, genau. Du bist aus Linz und du ursprünglich aus Düsseldorf. Wie habt ihr euch eigentlich zusammengefunden? Oder? Ja, das waren noch so Soundsystem-Zeiten, als wir noch irgendwie beide bei Soundsystems waren, unterwegs waren. Wir sind getourt, durch Linz getourt und Richtung Italien, wo so ein Festival war. Und da haben wir uns eigentlich getroffen irgendwie. Das erste Mal in Linz und dann weiter unten beide nach Italien gefahren auf das Festival mit den Soundsystems. Und genau, so ist das passiert. Wie schreibt ihr eure Songs zusammen? Macht das einer irgendwie oder gibt es den anderen vor oder wie entsteht ein Song bei euch? Meistens kommt einer mit einer Idee um die Ecke und dann arbeiten wir die zusammen aus und setzen uns schon alleine hin und brainstormen mal das ganze Thema durch und dann setzen wir uns zusammen und schreiben eigentlich die Texte zusammen. Was ist eure Message in den Songs, so grob zusammengefasst? Das ist natürlich immer verschieden, aber eigentlich ist es in den Songs nicht anders als in unserem Leben, was wir halt irgendwie, wenn uns Sachen stören, dann wollen wir die halt ansprechen, was uns bewegt, irgendwie Emotionen, die uns bewegen, wenn wir meinen, dass wir darüber einen Song machen wollen, dann versuchen wir halt die Emotionen einzufangen halt irgendwie und den Leuten auch weiterzugeben. Es geht auch ganz viel um Utopien in unserer Musik, also ich finde es ganz schön, wenn man den Leuten irgendwie so eine Vision geben kann von Dingen, die möglich sind. Ob sie jetzt real sind oder nicht, das ist eine andere Sache. Ihr bringt am 30.10. ein neues Album raus. Ist es schon fertig? Schon ist es vor 3 Tagen fertig gemastert, ja. Jetzt ist es fertig. Seid ihr stolz drauf? Ja, auf jeden Fall. Wollt ihr uns ein bisschen was zu dem neuen Album verraten oder ein bisschen was drüber erzählen? Das heißt Im Rauch der Bengalen. Es ist auch eine Songzeile. Wir singen, es kommt alles zurück, mittendrin im Rauch der Bengalen. Alles ist wieder da. Also es ist einfach dieses, nach diesen 3 Jahren, wir haben diesen Break gehabt jetzt 3 Jahre lang, haben uns auch ein bisschen zurückgezogen und überlegt, was wir denn wirklich wollen und wie wir musikalisch und überhaupt musikalisch weitermachen wollen. Und dass das Album, das aus unserer Pause raus entstanden ist, und es ist wirklich sehr echt, ist genau das, was wir machen wollen. Ja, wir haben mit tollen Musikern zusammengearbeitet und sehr viel selbst produziert und auch co-produziert mit guten Freunden und so. Und ich glaube, es ist ein richtig schönes Mono Nikitemann-Album geworden. 2015 Style. 30.10. braucht der Bengalen. Ich freue mich drauf. Ihr spielt ja im Winter dann eine Clubtour. Genau. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Dann würde ich gleich mit einer kleinen Fragerunde anfangen. Spielt ihr lieber im Club oder auf dem Festival Open Air? Die haben mich schon aufgehört, die Frage. Ja. Es ist sehr schwer zu antworten. Es sind 2 verschiedene Disziplinen. Irgendwie muss man größer spielen bei Festivals und jetzt wieder kleiner und privater im Club. Man braucht bei jeder Disziplin so ein bisschen, um reinzufinden wieder. Und ich mag beides. Ich kann es gar nicht sagen. Okay. Weiter mit der Fragerunde. Fahrrad oder Sportwagen? Fahrrad. Und außerhalb von Touren, Hotel oder Camping? Hotel. Ja, Hotel. genau. Das kommt drauf an, wo. Kann auch schon mal campen. Bier oder Wasser? Wasser. jetzt noch
ganz zum Schluss, wir fördern auch Nachwuchskünstler. Habt ihr irgendwelche Tipps für Nachwuchskünstler, wie eine Herangehensweise oder? Selber machen, alles erstmal selber machen. Ja. Das ist der größte Tipp, den wir abgeben können. Nicht darauf warten, dass irgendjemand einen entdeckt und groß rausbringt, sondern einfach die Sache selber in die Hand nehmen. Heute gibt es so viele Möglichkeiten mit den Social-Media-Kanälen, die eigenen Kanäle aufbauen, mit Leuten Videos drehen, mit Freunden Sachen machen, Videos drehen, online stellen und gucken, dass halt was geht, dass man sich was aufbaut. Dass sich eine Crew, sich ein Team zusammensuchen, die mit daran ziehen wollen. Okay. Vielen Dank, dann bedanke ich mich fürs Interview. Gerne. Danke, einen schönen Abend. Danke auch so. Tschüss.